Jetzt haben wir hier eine Spielecke, will ich das mal so bezeichnen, ja? Ja, nennen Sie das Spielecke. So, da haben Sie uns ja einiges demonstriert. Das betrifft jetzt eigentlich alle neuen Panasonic-Fernseher, die einen Doppeltuner drin haben. Ja, genau. Und wir machen das jetzt nur am Beispiel eines WTW 60, weil der halt durchaus vergleichbar ist mit einem anderen Gerät, was auch als Doppeltuner-Gerät antritt. Ja, so. Das ist in dem Fall mal so ein Samsung-Gerät, das ist aus der neuen F-Serie, haben auch einen Doppeltuner, aber Doppeltuner ist nicht gleich Doppeltuner. Das Sagen Sie richtig. Mir, warum jetzt Ihrer sich unterscheidet. Ja gut, das werden wir im Laufe der Zeit gleich sehen. Ich werde immer gleich so ein paar Highlights setzen, die Sie ja vorhin auch schon gesehen haben. Und dann müssen wir schauen, wie das dann aussieht. Also, ich habe den jetzt ganz bewusst in diese Funktion versetzt. Nicht damit die Kunden von vornherein denken, man könnte jetzt unsere Fernseher nur noch mit der modernen Art bedienen, sondern wir haben nach wie vor die Möglichkeit, dass der Kunde mit einem klassischen Vollbildschirm arbeitet, so wie er das gewohnt ist. Und man kann dem Fernseher auch sagen, dass er diesen Startbildschirm haben möchte. Aber diese Taste Home, die Sie vorhin schon angesprochen haben, bezieht sich natürlich vor allem darauf, dass ich neben dem Vollbildschirm auch verschiedene Startbildschirme nutzen kann. Wir haben davon ein paar vorkonfiguriert, die können Sie jetzt auch noch verändern, wenn Sie wollen. Aber Sie sind auch in der Lage, wenn ich jetzt nochmal auf die Auswahl gehe, Sie können also dann auch aus einem Baukastensystem sich Ihren eigenen Startbildschirm erstellen. Damit könnten Sie also jetzt einen ganz eigenen Startbildschirm machen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn der Kunde das am Anfang nicht machen möchte, haben wir einen Startbildschirm, den nennen wir TV-Startbildschirm. Den haben wir mal standardmäßig mit dabei, weil damit eigentlich viele Features des Gerätes praktisch selbsterklärend sind. Okay, verstanden. Wir haben das ja auch schon in dem ETW-Video schon ein bisschen erwähnt, was wir aber beispielsweise nicht erwähnt haben, weil beim ETW war das nicht eingebaut, der Doppeltuner. Hier ist ein Doppeltuner und jetzt sehe ich ja, dass ich hier ein Bildschirmmenü habe, wo rechts beispielsweise meine vorhandene Senderliste angezeigt wird. Ja, genau. Und dann sehe ich auch schon bei dem angewählten Sender, was da gerade läuft. Gut, jetzt ist es in dem Fall das gleiche Programm. Ja, gut, das kann man ja ändern. So, ich kann also jetzt Folgendes machen, weil es ist ja ein Doppeltuner-Gerät. Ja. Ich kann also jetzt Folgendes machen. Ich gehe jetzt mal hier rüber und da sehen Sie, im Moment gucke ich das ZDF-HD. Da fehlt jetzt nur das Logo, weil es gerade Werbung ist. Ja, klar. Ich könnte aber jetzt zum Beispiel auch Folgendes machen, weil im Moment das Wetter vor 8 ist mir eigentlich viel interessanter. Ich kann jetzt das Ganze auf Knopfdruck tauschen. Das heißt, jetzt gehe ich dann, Moment, da ist es. Jetzt gehe ich dann mit meinem Wetter auf den Vollbildschirm. Dann habe ich auch den Ton dort. Und zwar speziell für Donnerstag. Okay. Und ich kann gleichzeitig ein zweites Programm überprüfen. Ja, das heißt also, ich habe eine Art EPG-Vorausschau, aber ich kann eben durch den Doppeltuner hier bereits schon die Inhalte sehen, die da gerade laufen. Ja, und ich kriege sogar noch eine Anzeige, wie lange sie noch laufen. Also das ist hier der Balken da. Das ist hier der Balken. Also der blaue Balken zeigt mir, dass dieser Film bald zu Ende ist. So, wenn ich jetzt hier auf Arte zum Beispiel gehe, dann kann ich also hier sehen, dass das hier adoptiert von Delfinen ist. Dieser Beitrag ist etwa zur Hälfte. Wenn der mich jetzt interessiert, weil das Wetter ist eh ziemlich blöd, dann drücke ich einfach da drauf und dann wird getauscht. Gut, machen wir mal ein bisschen leise, ja, okay. Weil wir können als nächstes auch, und das ist schon mal der erste Punkt, das können wir schon mal mit anderen Geräten, Doppeltuner habe ich gesehen, geht das ehrlicherweise nicht, das ist schon ziemlich hochwertiger Komfort. Aber ich könnte auch nochmal springen innerhalb der Empfangsteile. Ja, das ist halt das Besondere, das wäre so ein Highlight, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich auch sofort gedacht, ja, da haben die in Langen einen richtig guten Job gemacht, ja. Weil wir haben ja machen wir uns nichts vor, bei Kabel Digital ist es so, dass es vollkommen unproblematisch ist, ein Doppeltuner-Gerät zu betreiben, weil das Kabel braucht keine besonderen Anforderungen zu erfüllen. So, anders ist es eine SAT-Anlage. Ja. Wenn ich wirklich zwei Tuner, ich sage jetzt bewusst zwei Tuner, nicht mal ein Doppeltuner, wenn ich zwei Tuner gleichzeitig in einem Wohnraum betreiben möchte, muss das meine SAT-Anlage hergeben. Tut sie das nicht, habe ich schlechte Karten. Ja. So, das heißt also, die Anforderung, was Satellitentechnik angeht, ist an einen Doppeltuner oder an zwei getrennte Tuner wesentlich umfangreicher, als wenn es nur Kabel digital wäre. Und deswegen haben wir uns gedacht, und was machen eigentlich jetzt die armen Kunden, die zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus wohnen und die halt nur leider einen einzigen Satellitenanschluss im Wohnzimmer haben. Sollen sie deswegen jetzt auf Komfort verzichten oder wäre es nicht sinnvoll? Wir haben ja hier bei uns in Nordrhein-Westfalen doch eine ziemlich gute DVB-T-Versorgung. Ja. Wäre es dann nicht möglich oder sinnvoll, dass man dem Kunden durch die Hintertür praktisch dann auch den Komfort eines Doppeltuner-Gerätes
bietet. Wenn auch mit gewissen Einschränkungen in der Bildqualität, weil DVB-T ist nun halt kein HDTV bei uns in Deutschland, aber trotzdem. Weil ich kann nämlich dann durch diese Hintertür Folgendes machen. Ich nehme ein hochkarätiges TV-Programm per Satellit als HDTV auf der Festplatte auf, um das später zu genießen und gucke aber gleichzeitig dann über DVB-T meine Nachrichten weiter. Die müssen ja nicht unbedingt in HDTV sein. Und deswegen können Sie jetzt hier, wenn ich jetzt hier, ich sehe das hier schon gelb, DVB-S, DVB-C, DVB-T. Da haben Sie die Reiter und im Moment sind wir im S-Tuner und der Kabel-Digital-Tuner ist hier nicht in diesem Hotel vorhanden, aber DVB-T habe ich installiert, da vorne steht auch die Antenne. Und jetzt habe ich hier mein Scan, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, man muss das natürlich richtig bedienen, so, ich kann also jetzt Folgendes machen, ich kann jetzt hier auf das Erste schalten. Und ich habe jetzt hier über DVB-T mein eines Fernsehprogramm und über Satellit das andere. Also eine Situation, die in vielen Fällen mit Sicherheit praxistauglich ist und praxisnah. Ja, und es hat ja auch zur Folge, ich kann ja Sendungen jetzt wirklich aufnehmen auf dem einen Tuner und kann ohne Probleme auf dem anderen gucken. Weil das bei den Samsung habe ich ja festgestellt, wenn ich da eine Sendung aufnehme auf Tuner 1 und jetzt will ich auf dem anderen was gucken, ja, das ist ja zwar machbar, aber wenn ich dann auch noch zusätzlich aufnehmen will, da geht ja schon mal gar nicht. Also Doppelaufnahmen, das war so ein Punkt beispielsweise. Also bei uns können Sie, das werde ich gleich zeigen. Genau, bei uns und wechseln zwischen den Tuner kann ich ja auch ehrlicherweise nicht. Nein. Also es ist wohl so, dass wenn ich beim Samsung versuche, die zweite Aufnahme zu starten oder auch zu programmieren, dann werde ich aufgefordert, die erste zu beenden. Ja. So, Ich das bei uns mache, dann ist das nun gar kein Problem. Ich bin also jetzt, Sie sehen hier Arte HD und ich drücke jetzt einfach mal die Aufnahmetaste, die gibt es nämlich bei uns auch noch, weil wir ja auch die Recorder-Company sind, deswegen haben wir solche Tasten. Ja. Und da sehen Sie jetzt, nehme ich also das Satellitensignal auf. So, ich bin auch weiterhin im Sat-Tuner, ich zeige das ganz bewusst und schalte jetzt einfach mal irgendein anderes Programm an. So, ich nehme also jetzt dann noch die ARD, weil die kann ich ja aufnehmen, oder das ZDF. Ja. Und jetzt mache ich Folgendes, jetzt drücke ich nochmal die Aufnahmetaste und das Gerät wird mich auch nicht daran hindern, weil er wird problemlos sofort okay sagen, ich nehme zwei Programme auf. So, und das geht auch mit verschlüsselten Sendungen, je nachdem, was für ein, muss man aufpassen, Timeshift oder auch nicht Timeshift, so weiter, er hat da nicht zugesagt, ich sage das jetzt mal. Also man könnte freie Programme, könnte man, oder auch andere Programme, je nachdem, was für ein Modul man hat, könnte man aufnehmen, parallel aufnehmen und so weiter, Timeshift und so weiter und so weiter. So, habe ich von gehört. Das muss ich vielleicht noch erwähnen. Ja, ist richtig. Okay, ist okay. So, jetzt ich glaube, Sie haben sich auch nicht verhört. Nein, ich habe mich auf gar keinen Fall verhört. Das geht auch. So, was dann auch noch gehen würde, lass mich mal nicht so etwas Falsches sagen. Wir haben noch beispielsweise diese, wie war das mit den beiden Bildern nebeneinander? Das war noch eine coole Nummer. Gleich. Ich will jetzt erstmal Folgendes machen, um nochmal so ein bisschen einen Fall aus der Praxis zu schildern. Ja. Also ich habe ja jetzt ganz bewusst, um mal zu zeigen, was möglich ist, zwei TV-Programme aufgenommen. Ja. Das geht dann natürlich nicht nur manuell, sondern auch timergesteuert. Ja. Also wenn in der Zeit, wo Sie bei mir hier sind oder ich bei Ihnen, hätten Sie jetzt zu Hause mit Ihrem Gerät was zwei Programme gleichzeitig timergesteuert aufnehmen können. So, ich werde jetzt beide Aufnahmen stoppen. Man sieht es auch hier, zwei Aufnahmen finden gerade statt. Welche soll beendet werden? Mhm. Entweder eine oder zwei. Ich mache jetzt mal erstmal bewusst beide, weil ich will Ihnen was zeigen. Und ich will natürlich bei Null anfangen. So, jetzt kommt die nächste, die werde ich jetzt auch noch stoppen. So, und jetzt bin ich wieder ganz normal im Tuner. Ja. So, und jetzt kommt ja die Situation, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wahrscheinlich viele Kunden nicht unbedingt die SAT-Anlage haben, die sie benötigten, um gerade bei SAT-Empfang das alles machen zu können, wie ich es gerade gezeigt habe. Deswegen nehmen wir jetzt mal die normale Situation, der Kunde ist an der SAT-Anlage, die eigentlich nur einen Tuner verträgt und ich mache jetzt eine Aufnahme. Ja. So, also ich mache jetzt eine Aufnahme. Ja. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir aber parallel mit verschiedenen Empfangsbereichen arbeiten können. So, ich gehe jetzt auf den Home-Bereich und da sehen Sie, dass ich ja hier jetzt im Satellitenbereich bin. Ja. Weil ich habe ja gerade per Satellit die Aufnahme gestartet. Jetzt gehe ich aber auf den DVB-T. Auf den TVB, reagiere bitte. Da ist er. So. Das gehe ich hier rüber. Und jetzt kann ich zum Beispiel, während ich das ZDF in HD angucke, aufnehme, kann ich mir das DVB-T? Erste in DVB-T-Qualität anschauen. Ja. Aber das haben wir doch vorhin schon besprochen. Ja, Moment, das haben wir aber nicht gezeigt. Ich nehme nämlich ein Satellitenprogramm auf und gucke DVB-T. Ach so, meinen Sie das? Ja, weil wir zwischen den Tunern gesprochen sind. Ja, okay, ja, besprochen aber das haben ist wir das. Das. Ja, ist ja richtig. Also ja, okay. ich das kann kein anderer, das muss man mal festhalten. Ja, das ist es. Also okay. Ich nehme hier im Moment Satellit auf und gucke hier DVB-T. Also das ist schon, ich zeige es nochmal, damit die Kamera auch sieht. Ich drücke nochmal auf I, ich nehme SAT auf und gucke DVB-T.
Aber jetzt bei aller Begeisterung, dass es überhaupt funktioniert, wir haben noch ein kleines, aber sehr wichtiges Detail vergessen. Diese enorme Datenmenge, dass man überhaupt zwei Sendungen parallel aufnehmen kann, ist auch nur möglich, weil wir hier einen Anschluss mit USB 3.0 haben. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Das ist vollkommen richtig. Das kann sich auch jeder, der sich für die Geräte interessiert, also auch bei Ihnen im Laden angucken. Sehen, genau. Die Panasonic Doppeltuner-Geräte haben an der Seite den USB-Anschluss für Festplatten-Recording blau gekennzeichnet, so wie das der 3.0-Norm entspricht. Genau, weil wir eben diese hohe Datenmenge hätten bei zweien. Es ist ja sogar noch ein Schritt mehr geht. Das Gerät läuft sich gerade warm. Ach gut, okay. So. Aber darf ich doch verraten, welche Festplatte Sie empfehlen? Ja, das ist Buffalo, ne? Ja, oder nein, Quatsch, Western Digital. Also im Moment ist es leider so, dass die Performance, die ich Ihnen gleich im Detail zeigen werde, weil die geht weit über das hinaus, was wir bisher gemacht haben. Weit über unsere Vorstellungskraft. Nee, aber vor allem erstmal weit über das hinaus, was Sie schon gesehen haben. Diese Performance geht nur dann, wenn die richtige Festplatte angeschlossen ist. Ja. Und es gibt im Moment leider Gottes nur eine einzige im Markt, die das bietet. Das ist dieses Western Digital Produkt. Da wird auch auf der Panasonic Homepage drauf hingewiesen. Kriegen Sie auch Geld für, ne? Nee, da kriege ich gar kein Geld für. MyBook AVTV. Von Western Digital. Die geben Sie offiziell frei für diese volle Funktionalität. So. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil es gibt keine andere, die das kann. Derzeit. Ja, derzeit. Entscheidend ist Folgendes. Es ist eine eine 3,5 Zoll Festplatte mit separatem Netzteil. Aber die hat einen besonderen Chipsatz. Das ist richtig. Aber das Besondere ist, heißt mal, dass viele Kunden das ja nicht mögen. Und deswegen kann ich gleich dazu sagen, BD arbeitet daran, an einer 2,5 Zoll Version. Die soll irgendwann im November kommen. Ja, aber der Chipsatz ist das richtige, ATA 7 heißt der, glaube ich. Es ist der gleiche wie bei unseren Blu-ray-Rekordern. Das heißt, das ist eine richtig gute Kooperation zwischen BD und Panasonic. Und deswegen haben die halt diese Performance. Kunden, die sich mit unseren Blu-ray-Rekordern auskennen und befasst haben, die kennen das, weil unsere Rekorder können fast genauso viel. Jetzt erzählen, aber der ist jetzt warm, komm, der ist jetzt warm funktionieren, oder? Warmlaufen war jetzt, das war eher dahergesagt. Also, volles Programm jetzt. Volles Programm, deswegen gehe ich jetzt hin und werde jetzt erst nochmal den DVB-T-Bereich wieder abschalten, weil ich habe ja bei DVB-T gar kein HDTV. Ich gehe also jetzt wieder in den S-Bereich. Ach ja, Sie wollen auch noch eine Schippe drauf. Ja, ich will, das habe ich doch. Im Moment sind wir nur beim Warmlaufen. Also ich gehe jetzt hier auf das ZDF. Und das haben wir jetzt hier auf dem Vollbildschirm. Und dann gehe ich nochmal zu meinem Lieblingssender. Sie müssen auf DVB-S aber gehen, wenn Sie den anderen auch in HD haben wollen. Ja, natürlich. Ich gehe jetzt auf DVB-S. Ja, machen Sie das mal. So. Können wir auch ab und zu mal was fragen? Ja, richtig gut. Danke. Bitte. Danke. Sie haben das richtig gut gesehen. Ja, man merkt, dass Sie sich sehr intensiv mit den Geräten... Ich habe zugehört, als Sie das erzählt haben. Nein, und nicht nur das, dass Sie sich auch richtig intensiv mit den Geräten befassen. Ja. So, das ist der Sender, der mir am liebsten ist. Und Servus TV. Servus TV HD, weil das nämlich ein besonderer Fernsehsender ist. Der sendet im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen in 1080i, das heißt also in Full HD. Ja. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt einfach nochmal die Aufnahmetaste drücken. Nummer 1. So. Und anderes Programm. Ja, dann drücke ich jetzt die 1 für ARD. Ja. Oder das ZDF, das ist in diesem Fall vollkommen wurscht. Hauptsache HD. Ja, jetzt drücke ich wieder die Aufnahmetaste. Das ist noch nicht gerade HD, deswegen ist nehme egal. Ich das ZDF. So, Rosenheim-Kops. Ja. Jetzt drücke ich wieder die Aufnahmetaste. Also, und jetzt kommt 3. Jetzt kommt 3. Jetzt habe ich natürlich schon viel aufgenommen, aber ich habe auch noch viele Dinge, die ich aufgenommen habe, die ich noch gar nicht geschaut habe. Mhm. So, und da haben wir jetzt diese ganzen Zusatzfeature, die heißen ja Apps oder Applikationen. Und da haben wir jetzt das Bedienungskonzept derart geändert, dass Sie das alles unter einem gemeinsamen App-Bereich finden. Den kann man übrigens auch bei Einstellungen kindersicher machen. Also ein kleiner Hinweis, dann kann man auch kindersicher machen, sodass zum Beispiel, wenn Kevin alleine zu Hause ist, kann man das Gerät ziemlich sicher machen, dass Kevin also weder alleine im Internet surfen kann, noch auf den Mediaserver zugreifen könnte, was möglich wäre. Was ich im Moment mache, ich will nur den Media Player benutzen, weil damit gucke ich jetzt in meine Festplatte hinein, die ist hier angeschlossen. Der Mieke. Mike Bolatzky, mein Chef, hat die hier angeschlossen und das ist die Festplatte, auf der wir gerade aufnehmen. Und wir zeigen ja sowas immer sehr plakativ. Hier werden zwei das Programme sind die aufgenommen. Aufnahmen. Ha, genau. Das sind die aufgenommenen. Das sind die Aufnahmen, die wir schon mal gemacht haben. Und ich gehe jetzt mal ganz bewusst hier oben in eine Aufnahme von Servus HD. Nicht, weil ich die besonders mag, sondern weil die wieder einen besonderen Vorteil hat. Weil Servus HD TV nimmt ja in Full HD, sendet ja in Full HD. Das heißt, im Moment nehmen wir zwei Programme gleichzeitig auf und gucken uns ein drittes von der Festplatte auch in Full HD an.
Jetzt wird die... Das ist schon ein Programm, ne? Das ist schon ein Programm, mhm. aber ich belasse es dabei nicht, weil es gibt ja leider Gottes gerade bei diesen Fällen, wo ich nur ganz wenige Sat-Anschlüsse in einem Haus habe, mhm. wird ja sehr oft am falschen Ort gespart. Und mhm. das ist meistens das Schlafzimmer. Und spätestens, ja, normalerweise sagen die Leute, Schlafzimmer ist Gift. Im Fernseher im Schlafzimmer ist Gift. Och, kommt auf die Bild. Ja gut, aber okay. spätestens dann, wenn jemand mal, weil er krank ist oder sich verletzt, ja. und mal 2-3 Wochen im Bett liegen, dann ist so ein Fernseher im Schlafzimmer eine feine Sache. Ja, okay. So, und dann kommen wir mit diesen Geräten, weil jetzt kommt nämlich etwas, da werden einige, da Leute, rüber, ne? werden einige Leute sagen, ist das überhaupt möglich? Bevor das aber geht, muss ich in dem Menü einen Punkt zeigen, damit es überhaupt aktiviert wird, weil sonst funktioniert es nicht. Okay. Ich werde also jetzt erst nochmal diese Wiedergabefunktion stoppen, ja. weil wir müssen uns jetzt im Menü einen Punkt angucken. Aber nur einmalig, ne? Nur einmalig, mhm. weil ab Werk ist der ganz bewusst abgeschaltet, mhm. damit das, was jetzt möglich ist, damit das nicht unkontrolliert passiert. Und zwar geht es um die Verbindungseinstellungen. Und da gibt es diesen DLNA-Server. Der ist nämlich ab Werk, aus, ne? Gott sei Dank, ausgeschaltet. Mhm. Weil damit ist sichergestellt, dass zum Beispiel Kevin mit seinem Computer von seinem Zimmer aus nicht auf den nicht drauf kann. Ohne dass die Eltern das merken. Okay. Wenn ich ihn einstelle, kann ich dann noch sagen, entweder dürfen alle im Netz oder ich vergebe die Berechtigung manuell. Und dann kann ich zum Beispiel Gerichte bestimmte Geräte zulassen und andere sperren. Damit ist also Kevin in seinem Kinderzimmer gar nicht in der Lage, auf den Tuner von den Eltern zuzurücken. Wobei Kevin auch nicht in das Menü rein könnte, weil das kann ich auch nochmal zusichern. Das, ne? das wäre also, das Simpelste. Das also ich mache jetzt hier Folgendes, ich mache mhm. jetzt auf Automatik, weil ich möchte ja zeigen, was geht. Ja, so, okay. Also ich habe jetzt erstmal diesen Zugang geschaffen und jetzt gehe ich nochmal in die Applikation der Wiedergabe von Filmen, die ich bereits aufgenommen habe. Also 2 Aufnahmen, 1 Wiedergabe. Und jetzt, wir gehen jetzt zum 2. Fernseher, der jetzt wir müssen mal erstmal die eine Aufgabe wieder anstarten. Genau, und dann gehen da wir jetzt. Jetzt zeigt er mir auch, weil der ist ja schlau, willst du ab Beginn wieder gucken oder ab letztem Stopp? Ich mache jetzt bewusst, weil die Aufnahme nicht so lang ist, mache ich jetzt nochmal ab Beginn. Ja. Einfach nur, um zeigen zu können, was möglich ist. Und jetzt gehen wir mal rüber zu dem anderen Fernseher. So, nehmen wir und jetzt der sollte nämlich jetzt auch im Netzwerk noch eingebucht sein. Ja, das ist Voraussetzung. Das heißt, dass wir über Netzwerkkabel oder über WLAN hier in dem also Netzwerk drin sind. Also drahtgebunden oder kabellos müssen genau. wir am gleichen Router angemeldet sein, okay. wie das Gerät, was mir die Daten liefert. Und um das gucken zu können, gehe ich mal in den Status, ob da jemand dann etwas verändert hat. Und der Status wird mir gleich sagen, dass ich nicht nur mit dem Router Kontakt habe, sondern auch mit dem Internet. Das heißt, bei uns mit dem Panasonic-eigenen Server. Der wiederum da verhindern würde, das ist also alles korrekt, der verhindern würde, dass man von außen unsere Skype-Kamera antickt, um mal zu gucken, was im Wohnzimmer passiert. Dadurch, dass das bei uns alles über unseren Server geht, ist das gar nicht möglich. Gut. Aber Sie haben gesehen, ich bin also mit meinem Heimnetzwerk verbunden. Ich gehe jetzt auf die Apps und weil ja da hinten der andere Fernseher ein Server ist, darf ich jetzt nicht auf den Player gehen, sondern ich muss jetzt auf den Media-Server gehen. Und dann finde ich alle Geräte, und das war jetzt in diesem Fall war es das Schlafzimmer. Ja. So hatten wir das genannt. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass im Schlafzimmer zurzeit gerade moderne Wunder geguckt wird. Da ist er ja wieder. Da ist er. Aber ich habe jetzt hier meine Mikes HDD, das ist die Festplatte. Die Festplatte, die auch drüben ist, die gerade aufnimmt. Und da sind jetzt alle Aufnahmen drauf, die ja. irgendwann aufgenommen wurden. Und ich ja. will es jetzt ganz bewusst auf die Spitze treiben. Ich nehme jetzt erstmal hier den einen Film, den ich schon mal angeschaut habe. Wo war's? Natürlich wieder in HD, ist ja logisch. Natürlich, wenn schon, denn schon. Wo haben wir es denn? 22.05. Ich muss auf ist alte egal. Aufnahmen. Nee, was hat den HD oder nicht? Ja, ich möchte Rote gerne. Hosen ist ja, auch ich will HD. Ihnen was zeigen. Ja. Das haben Sie, auch, haben Sie auch gesehen. So, ich nehme jetzt mal diese den Aufnahme. Die ist schön Osten. Lang. Die ist schön lang. Ja. Die werde ich jetzt wieder von Anfang an mir angucken. Ja. Und ich werde jetzt einfach mal die Taste Aspekt drücken. Ach, jetzt kommt die Nummer. Ja. Und da sehen Sie, dass wir hier auch, wenn es ums Wiedergabe von Servern geht, können wir das, die Bildgröße bestimmen, mhm. beziehungsweise das Bildseitenverhältnis. Und wenn ich jetzt auf Original gehe, dann sehen Sie, Servus HD TV sendet in 1080i. Deswegen habe ich jetzt auch hier die Originalbildgröße. Nehme ich jetzt einen anderen Film, zum Beispiel das ARD-Buffet, was ja eindeutig, oder Naturschützer im Einsatz, das müsste auch von der ARD sein, meine ich. Egal. Nee, das ist Servus TV. Dann nehmen wir hier ARD-Buffet, das ist ja, ja gut, das ist ja nicht so lange, aber ist egal. Ist doch egal, das reicht wenn ich jetzt hier. Das ARD-Buffet mhm. nehme, dann werden Sie feststellen, dass da. Das nämlich hier, so wird nämlich die ARD, so sendet die ARD, die senden ja nur in HD-Ready, in 720p. Ja. Und der Fernseher muss das jetzt
hochrechnen. Auch das ist ein qualitativer Unterschied. Manche Geräte können das nicht so gut. Jetzt gehe ich auf Aspekt und lasse mir das Formatfüllen zeigen und dann ist alles gut. Aber was ich damit zeigen will, ist, dass wir immer die Originalbildgröße durchs Netz schicken und sie nicht kleinrechnen. Das heißt, Servus HD war in voller Bildgröße im Netz. Ja, und also in voller Bildqualität. Die Originaldatei war mehr oder weniger da. Ne? Das war die Originaldatei. Okay. Das heißt, um nochmal zusammenfassend, Sie haben jetzt hier mit einem zweiten Gerät auf das Basisgerät, den wir mal in einem Wohnzimmer zugreifen können, können also auf die aufgenommenen Inhalte zugreifen, obwohl unten im Wohnzimmer auch Halligalli war. Das ist überhaupt kein Thema gewesen. Das heißt, wir rekapitulieren. Im Moment aber einen habe ich doch noch. Nö. Ich will auch das Live-Signal sehen, die Tuner-Funktion. Ja, das geht aber nicht, weil im Moment sind weil ja Sie beide zwei Tuner belegt haben, das ist schon klar. Wir haben ja nicht drei, wir haben ja nur zwei. Im Moment wird mit zwei Tunern aufgenommen und zwei Filme von der Platte an unterschiedlichen Stellen wiedergegeben. Ja, ist klar. So, aber wenn ich einen Tuner frei hätte, dann kann ich jetzt sofort machen. Das wollte ich jetzt gerade zeigen. Oh, Entschuldigung. Da gehe ich jetzt hier raus, weil ich muss natürlich jetzt einen der beiden Tuner, sag mal, arbeitslos machen. Ist klar, sonst geht das nicht. Ja, und im Moment sind ja hier beide Tuner beschäftigt, nach wie vor. Ja, ich folge. Die Kamera folgt mir, das ist gut. Ich gehe jetzt erstmal wieder aus der Wiedergabe heraus. Dann sieht auch die Kamera, dass hier nichts geschönt ist. Ich gehe also jetzt hier raus. Das ist die Festplatte, auf der aufgenommen wird. Klar. Jetzt drücke ich zweimal die Stopp-Taste, um die beiden Aufnahmen zu beenden. Also einmal Stopp und da sehen Sie schon, es wurde wirklich zweimal aufgenommen. Ich beende jetzt diese Aufnahme und dann beende ich gleich noch die nächste. Wobei, das bräuchte ich nicht mal, aber ich tue es jetzt trotzdem, um das besser zeigen zu können. Ja. So, jetzt sind beide abgeschlossen. Wir reden nochmal schnell rüber. So, jetzt haben wir hier das ZDF, das sollten wir uns merken. Den haben Sie, glaube ich, ausgemacht gerade. Jetzt ist der gerade ausgegangen. Warum, weiß ich nicht. Dann mache ich ihn wieder an. So, die sind alle aus. Wahrscheinlich ist irgendwie eine Zeit am Laufen oder so. Wer weiß. Oder hat einer einen Stecker gezogen. Da hat jemand einen Stecker gezogen. Oder wollte mich ärgern. Ist ja egal. Mhm. So, ich bin also jetzt hier in dem normalen AV-Betrieb. Mhm. Ich drücke jetzt wieder die App-Taste. Und jetzt könnte ich in dem Raum, wo gar kein Sat-Empfang ist, mir das Sat-Signal wiederholen. Und wenn Sie schauen auf der Rückseite mit der Kamera, da ist auch gar kein Sat-Signal angeschlossen, weil der hat im Moment nur ein HDMI-Kabel im Bauch. Ja, dann muss ich jetzt nochmal neu suchen. Ja, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob ich überhaupt noch angemeldet bin an meinem Netzwerk. Das hoffe ich jetzt, das werden wir mal gleich feststellen. Na, der sucht jetzt gerade nochmal eben. Nö, ich muss jetzt nur gucken, der wird sich jetzt wieder anmelden, weil der war ja aus. Das heißt also, ein Fernseher, den man anmacht, der kann gar nicht sofort auf einen Netzwerkserver zugreifen, weil der muss sich ja erstmal wieder bei seinem Router anmelden. Ja. Das ist jetzt geschehen, das brauche ich normalerweise nicht zu tun, das passiert im Hintergrund. Ich habe es nur nochmal aufgerufen, damit die Zuschauer sehen, was da eigentlich gerade abgegangen ist, weil jetzt müsste es nämlich alles gehen. So, jetzt gehe ich auf den Media-Server. Und da habe ich wieder die Situation, wie wir sie gerade hatten. Ja. Wir hatten das TV-Gerät, da greife ich jetzt drauf zu. Und wir hatten ja vorhin gesehen, da drüben wird das ZDF geschaut. Ja. Ich habe jetzt den zweiten Tuner frei und kann jetzt hier sowohl DVB-T als DVB-S, das waren ja die beiden Tuner, die installiert waren. Wir erinnern uns. Mhm. Und ich gehe jetzt auf DVB-S. Und wer da drüben jetzt das ZDF geguckt wird, kann ich jetzt alle Tuner gucken, solange sie es erlauben. Also zum Beispiel RTL HD werde ich nicht gucken können, weil die normale HD-Plus-Karte das nicht erlaubt. Ist ja ein Ding. Ist ein Ding. Und mit Sky hätte ich das gleiche Problem, weil die das auch nicht erlauben. Auch wenn ich habe so manche Sachen gehört. Aber Sie haben so manche, nur um das mal klar zu machen, also die Sachen, die Sie gehört haben, würden das dann auch erlauben. Ich gehe jetzt auf das Erste, weil das garantiert funktioniert. Und jetzt sehen Sie wieder, dass ich jetzt hier mein ARD-HD unkomprimiert übertragen bekomme. Natürlich, obwohl da gar kein Sat-Anschluss ist und der Doppeltuner ist der Bildlieferant. Und das Schöne ist, wir können das jetzt nur verbalisieren, weil Sie haben ja leider Gottes nur eine Kamera. Ich werde jetzt stimmt hier nicht, wir haben auch eine zweite, aber ich wusste nicht, dass Sie hier parallel. So viel zu zeigen Schauen Sie mal bitte, ob das Bild, was da hinten läuft, und Sie sind jetzt mein Zeuge, dass ich hier umschalte. Und die Frage ist, ob da hinten irgendwas passiert. Ob das in irgendeiner Weise das Bild beeinträchtigt. Nee, passiert überhaupt nichts. Er hat jetzt die ganze Zeit umgeschaltet. Für ich bin jetzt mittlerweile bei NDR HD. Ja, klar. Aber das ist gut. Das ist jetzt durch Zufall der gleiche Inhalt. Aber Sie sehen ja, das ist ja abends um 7:45 Uhr. Alles in Ordnung. So. Wir haben schon alles gut. Also das funktioniert alles, das haben wir verstanden. Ich kann das hier ist im Wohnzimmer deutlich mehr an Performance. Ja, ich kann den Tuner hier vollkommen autark benutzen und der zweite benutzt den anderen übers Netzwerk. Komm, einen haben wir aber noch. Also das ist die ganze Tuner-Geschichte, Aufnahme auch. Ich möchte aber unbedingt, dass Sie da gleich nochmal reinsprechen, weil dann gibt es ja nochmal die Möglichkeit mit der Sprachsteuerung. Das war schon ziemlich cool. Das war ganz weil cool. Weil das ist ja mehr als nur zu sagen Programm hoch oder Programm runter, sondern der kann ein bisschen mehr, ne? Ja. Also Sprachsteuerung. Ich habe erwähnt, es gibt seit letztem Jahr das Thema Sprachsteuerung. Ich muss ganz ehrlich sagen,
Kanal hoch, runter ist jetzt nicht unbedingt so der Riesenknaller. Ist richtig. Sie sind dann einen Schritt weitergegangen oder Panasonic ist einen Schritt weitergegangen und bietet mehr Individualität. Ja, ne? Also ich kann jetzt mal einfach mal Folgendes machen. Das ist dann ein Bestandteil dieser zusätzlichen Fernbedienung, wäre aber auch über jedes Tablet, PC oder Smartphone möglich. Weil ich da eine App installieren kann. Da kann ich eine App installieren und die normalerweise sollte ein Telefon schon ein Mikrofon haben. Sonst ist es als Telefon eher ungeeignet. Habe ich schon mal von gehört. Mhm. Ja, so. Hier ist also auch ein Mikro drin und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sehen Sie da unten, da tut sich was und ich kann jetzt einfach mal dir sagen, Hilfe. Und dann kommt hier schon mal eine Anwendung. Das heißt also, wir haben das auch mit einer richtigen Hilfe verknüpft und ich sage jetzt einfach mal Bild im Bild. So, und jetzt sehen Sie zum Beispiel auf eine andere Art und Weise, dass wir mit zwei Tunern arbeiten, weil das ist eigentlich die klassische Ansicht, die der Kunde kennt, die er vielleicht sogar erwartet, ohne Homescreen, ohne alles. Mhm. Ich habe hier wieder meinen Doppeltuner, ich bin also im Moment, das kann man hier oben gut sehen, im Satellitenbereich, kann jetzt hier ganz normal meine Programme durchsappen, habe hier unten das Vorschaubild und kann also jetzt hier durchsappen und wenn ich dieses Programm einfach haben möchte, könnte ich jetzt durch Knopfdruck austauschen. Ich habe aber noch einen weiteren Punkt. Ich kann nämlich jetzt auch sagen, ich möchte gerne die Ansicht noch mehr wechseln, indem ich die Bilder richtig nebeneinander habe. Und dann drücke ich auf Ansicht und jetzt sehen Sie, dass ich hier tatsächlich zwei Programme nebeneinander habe. Das linke Programm ist das mit dem Ton. Und das rechte ist das mit dem Bild. Oder nur das Bild. Nur das Bild und ich kann jetzt einfach wechseln. Also das Umdrehen, das heißt, das rechte höre ich jetzt mit Ton, das linke ist auf der anderen Seite. Das heißt, jetzt habe ich den Ton von Euronews und habe das Bild von NDR HD von der Entscheidung. Okay, verstanden. Das geht einmal mit der Fernbedienung und geht natürlich auch weiter mit das der Fernbedienung. Das kann man auch machen. Natürlich, ja genau. Ich kann aber auch mischen, habe ich gesehen. Ich könnte auch einen Blu-ray-Player auf einer Seite haben und auf der anderen Seite das gleiche Fernsehbild. Da muss ich jetzt erstmal wieder über die grüne Taste die Ansicht wechseln, damit ich hier oben auf das Top komme. Ja, den Ton leise. So. Und jetzt gehe ich hier auf das Top. So, da bin ich erstmal bei Kabel Digital. Das ist zwar installiert, aber hier ist kein Empfang. Dann habe ich DVB-T. Da habe ich wieder mein Vorschaubild. Und jetzt geht es noch weiter. Jetzt kommt noch mein Eingangssignal. Das heißt, ich kann also jetzt hier auch noch meine AV- und HDMI-Eingänge aufrufen, wenn denn da was angeschlossen wäre. Gut, also das geht auch, kann man alles mischen. Und jetzt kommt nochmal der Punkt, wo ich vielleicht etwas Bestimmtes suche. Man hört ja schon mal bei der Tagesschau, so, alle weiteren Informationen finden Sie auf tagesschau.de. Ich gehe jetzt ganz bewusst da wieder raus. Ja. Und indem ich Return drücke, dann bin ich wieder auf der ganz normalen Anzeige. Ja. So, und jetzt machen Sie das doch einfach. Nö, machen Sie mal rüber. Also, Sie kennen das ja, dass eigentlich die großen TV-Anstalten uns gerade bei den Hauptnachrichtensendungen mehr oder minder ins Internet treiben. Ja. Also, regelmäßig kommt der Hinweis, weitere Informationen finden Sie auf heute.de oder auf tagesschau.de. Mhm. So, bei der Technik habe ich. Ich mache jetzt Folgendes: Ich sage dem Fernseher, suche tagesschau.de im Internet. So, wie wir sehen, das Bild ist jetzt nach oben links reingesetzt worden. Der geht jetzt auf Google. So, und dann bei Google schaut er nach. Da hat er schon Tagesschau also hier gefunden. Dann kann ich mir also Tagesschau aufrufen. So, ich bin jetzt mit dieser Maus nicht ganz so vertraut, weil ich da das eher anders mache. Aber ich kriege jetzt hier dann die Tagesschau angezeigt. Wir haben das Netzwerk ist jetzt hier ein bisschen langsamer, aber Sie sehen, es tut sich was. Mhm. Und damit habe ich also dann den direkten Zugriff auf die Informationen, die man mir in der Nachrichtensendung nur angekündigt hat. Okay, das bedeutet also, ich kann auch, und ich muss auch gar nicht brüllen, weil dafür ist ja extra dieses System dabei. Ich rede da ganz normal rein und habe dann die Möglichkeit, eben diese Zusatzinformationen derzeit einzurufen oder aufzurufen, habe aber weiterhin mein Live-Bild hier oben links drin. Ja, genau. So, ich und dann habe ich hier noch weitere meine Seiten, die ich mir gerne immer generell ich anschaue. Ich habe hier bei dieser Darstellung habe ich die Möglichkeit, meine Favoriten, meine Bookmarks, also meine Favoriten aufzulisten. Ich habe das normale TV-Bild. Und ich kann jetzt auch jederzeit das Ganze wieder verlassen, um weiter Fernsehen zu gucken. Nur das Schöne ist halt, dass ich, wann immer ich dazu aufgefordert werde, etwas im Internet zu öffnen, was mich und es interessiert mich dann auch wirklich, dann brauche ich keine Tastatur und gar nichts. Ich sage einfach, suche bla 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 im Internet. Und dann öffnet sich das richtige Programm und ich habe es direkt zum Gucken. Das ist eigentlich das Interessante.
Ich habe noch etwas, ich glaube, weil da sind wir fast durch, ne? Oder? Was meinst du von der wichtigen Sache? Es gibt noch eine sehr interessante Geschichte. Jeder von Ihnen, euch, wie auch immer, wird wahrscheinlich noch das VPS-Signal kennen. Richtig? Ja. So, ja. Ne? Ja. So, und VPS war ja ein Signal, wenn Thomas Gottschalk oder wer auch immer, wenn man wieder ordentlich überzieht, Sportschau ist am Anfang nicht drauf, dann haben wir uns alle geärgert. Beziehungsweise umgekehrt, es war dann eben die Wetten, das war nicht komplett drauf, weil er eben überzogen hatte. Ja, natürlich. Also das hat alles vorne und hinten manchmal nicht geklappt. Jetzt gibt es also wieder ein sogenanntes Start- und Stopp-Signal, was von den öffentlich-rechtlichen Sendern derzeit nur über Kabel, aber demnächst wahrscheinlich auch über Satellit angeboten wird. Und auch schon bei DVB-T. Auch schon verfügbar wäre. Ja, deswegen kann ich es hier auch zeigen, wenn auch mit recht eingeschränktem Empfang, aber ich kann es zumindest... Der stand gerade vor der Antenne. Ja gut, ist ja egal. Also es sieht folgendermaßen aus, das war schon richtig korrekt, also das VPS-System, was die Leute noch kennen aus Zeiten der VHS-Kassette, das ist natürlich eine analoge Technik und wir reden aber mittlerweile über digitalen Empfang. Und die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF, die dritten Programme, Dreisat und so weiter, nutzen das seit einiger Zeit. Das ist jetzt vielleicht maximal ein Jahr her. Und mittlerweile schon ziemlich zuverlässig, allerdings noch nicht bei allen Empfangsbereichen. Das heißt, zuverlässig wird es im Moment benutzt bei DVB-T, deswegen kann ich es hier über T hier zeigen, und bei Kabel. Bei Satellit wird es noch gar nicht unterstützt. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei dieser DVB-T-Programmierung jetzt eins nach unten rutsche, auf die signalunterstützte Aufnahme und jetzt OK drücke, dann sehen Sie hier dieses zusätzliche Zeit-Guide. Jetzt müssen wir noch einmal drücken, OK drücken, dann wird die Aufnahme auch wirklich ausgeführt. Und jetzt würde das Schöne passieren, wenn das jetzt nicht das ZDF wäre, sondern wenn das jetzt nicht Dreisat wäre, sondern das ZDF. Und wenn es sich wirklich um einen Samstagabend mit Wetten, das handeln würde, dann wäre zumindest eins sicher. Diese Wetten, das Sendung wäre garantiert komplett auf der Festplatte, weil die Aufnahme wird jetzt nicht mehr von der Uhrzeit gesteuert, sondern nur noch vom Sender. So wie das früher im letzten Jahrhundert mit dem analogen VPS-System war. Das heißt, wenn der Lanz überzieht, man weiß nicht wie lange, eins ist sicher, er überzieht und dank dieser Technik wäre dann die Sendung komplett auf der Festplatte, ohne beschnitten zu sein. Voraussetzung ist, dass ich mich strikt an die Zeiten halte, die im Guide vorgegeben sind. Ich habe übernommen jetzt. Ich darf also keine Pufferzeit programmieren, sonst geht es in die Grütze. Deshalb geht auch die Pufferzeit gar nicht mehr zur Auswahl. Das kann ich ja nicht einen Fehler mehr machen. Nein, ne? Nein. Gut, okay. Das heißt also, öffentlich-rechtliche Sender haben wir festgehalten. Und Panasonic ist der erste und einzige zurzeit, der das unterstützt. Also Sie machen es auf jeden Fall mit Ihren ganzen Geräten. Also, bei den Kollegen habe ich es noch nicht gesehen. Meine, Löwe vielleicht noch? Löwe, ja. Okay, aber bei den Kollegen da, den Großen, haben wir es noch nicht gesehen. Wichtig ist eins, da muss ich die Möbel noch ein bisschen klar gerade rücken, nur damit es keine Missverständnisse gibt. Im Moment wird das nur von den Öffentlich-Rechtlichen benutzt und auch nur bei den Übertragungswegen Kabel und DVB-T. Leider Gottes am Satelliten noch nicht zuverlässig. Mhm. Deswegen, wenn wir jetzt über Satellit etwas programmieren würden, dann würde dieser Punkt, den ich gleich zeige, der fehlt nämlich dann auch. Ich nehme jetzt noch diese Auswahl nicht mehr verfügbar. Dann gibt es diesen Auswahlpunkt nicht mehr, dann gibt es nur die klassische Timer-Programmierung. Mhm. Wir werden das mittels eines Software-Updates, weil das wird ja bei uns in Langenfelden alles geschrieben, haben wir Macht. In dem Moment, wo die Öffentlich-Rechtlichen das sicher und konsequent durchziehen, werden wir nachbessern durch ein Software-Update. Und dann wird natürlich auch der Satellitenreceiver das können, weil er kann es ja eigentlich, nur wir haben es noch nicht gemacht, damit es nicht zu Missverständnissen führt. Was ich noch mal feststellen wollte, war Folgendes. Wir haben ja jetzt ganz mit Erstaunen festgestellt, dass es jetzt Fernseher gibt mit Quad-Core-Prozessoren, also Zeugs. Ne? Ja. Hier sind ja überall sogenannte Dual-Core bei den ganz kleinen Single. Ja. Man sieht ja, trotz Dual-Core, in Anführungsstrichen hört sich das ja auch wiederum deutlich geringer und auch weniger Performance und Leistung an. Haben wir hier gerade gesehen, wir konnten hier mehr oder weniger 3 oder 4 Streams laufen lassen. Aber sicher. Ist alles gelaufen. Also Dual-Core ist nicht automatisch direkt die beste Performance. Nein, nee, oder hängt auch ganz klar mit ihrer Software. Und das ist auch eindeutig nicht schlechter als ein Quad-Core, weil das wäre normalerweise ein Dual-Core. Dual-Core, Quad-Core, sowas. Ja, also wir arbeiten mit einer eigenen Entwicklung, das war ja im VT50, also im letzten Jahr das erste Mal, dass wir das da drin hatten. Ja. Da war ja übrigens dann das Streamen auch nur mit den Dual-Core-Geräten möglich. Ja. Mittlerweile haben wir es sogar den normalen Geräten beigebogen, weil sie können bereits mit einem ETB60, der nun eindeutig nicht diesen Dual-Core-Prozessor eingebaut hat, können wir trotzdem das laufende TV-Bild in unser Heimnetzwerk schicken. Ja. Das geht. Genau. So, und was wir hier machen ist, wir haben einfach jetzt bei diesen Geräten andere Prioritäten gesetzt und deswegen, der Prozessor gibt es her, der hat die Power und deswegen können wir hier Dinge tun, die schon richtig beeindruckend sind. So, wenn das jetzt so Pünktchen da macht, liegt er da, weil der Christian gerade missgenau an der Antenne natürlich, steht. Natürlich. Also nur und die Antenne, dann machen wir mal eben hier DVB-S und dann da. Ist gut. Ja. Dann ist es wieder gut, ne?
Herr Merker, das war jetzt doch relativ lang, aber ich denke mal, es war wieder vieles Informatives dabei. Sachen, die wir so in dieser Art noch nicht vorgestellt haben, die wir aber natürlich bei uns im Studio auf jeden Fall vorstellen werden, weil wir haben das ganze Equipment alles ja natürlich da. Ja. Und wir richten das ja auch ein, ja, wenn man sich das nicht so zutraut. Das machen wir natürlich auch gerne. Das ist auch zwingend notwendig. Da weisen wir, danke. Da weisen wir auf ein. Ja, ich weiß das ja. Wir kriegen ja nachts dann schon mal die Anrufe, dass das dann nicht klappt, wenn man es selber probiert hat. Ja, nein. Vor allem das Entscheidende ist doch Folgendes. Wenn Sie solch ein Gerät nur auf den Basen, auf den Informationen vom Katalog kaufen. Mhm. Und Sie haben das ja vorhin selber gesagt. Im Katalog erahnt man gar nicht, was der Fernseher wirklich kann. Mhm. So. Und das kann man sich einfach nur im gut sortierten und vor allem gut geschulten und engagierten Fachhändler anschauen, weil der wird das dann auch zu Hause so installieren, damit es funktioniert. Weil das, was Sie hier alles gesehen haben, jetzt in dieser halben Stunde oder wie lange das war, von selber kommt das nicht. Das geht nicht per so. Und wir waren 4 Stunden waren wir heute hier. Ja. Und er hat 4 Stunden durchgehalten, wir auch. Und es war sehr interessant und sehr informativ. Ja. Und ich freue mich auf das nächste Wiedersehen, ja, auf die nächste Generation. Und ich komme wahrscheinlich bei Ihnen nach Hause vorbei. Wir nehmen mal Christian mit der Kamera, dann gucken wir uns Ihr selektiertes Gerät an. Und danke. Selektiertes und limitiertes. Danke. Danke, dass Sie da waren. Ich habe mich sehr gefreut und wir sehen uns. Wir sehen uns. Also bis zum nächsten Mal wieder bei GroBiTV, unserem Heimkino-Kanal. Ciao.